Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Mount. Wir sind derzeit hier am Pokémon Hort in der Pokémon Farm irgendwie, in der Kumo Farm. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt genau heißt, aber hier gibt es auf jeden Fall einige Trainer und ein paar wilde Pokémon. Aber unter den wilden Pokémon ist irgendwie nicht so, keine Ahnung, nicht so das Exotische dabei. Und deswegen werden wir uns einfach hier erstmal den Trainern vorknöpfen. Mein Deutsch ist on point. Das Fell am Kopf meines Pokémon glänzt so schön. Okay, dann zeig mal her, was du für ein Pokémon hast, dessen Fell so schön glänzt. Wahrscheinlich pflegst du es immer nach jedem Kampf, oder? Aber das ist nun mal nicht alles. Das ist nicht alles. Yorklef, okay. Ja, Yorklef kann am Kopf schon durchaus glänzendes Fell haben. Das sehe ich ein. Aber Yorklef ist auch nicht die große Herausforderung für unser Pampuli. Denn Pampuli kann mit Doppelkick ziemlich gut reinhauen, denke ich. Mann, das ist gemein, dass du schneller bist. Alle sind schneller als Kasi. Aber gut, Zähigkeit wirkt immerhin und wir sind zurückgeschreckt. Na nice, da bringt uns keine Verteidigung der Welt was, wenn wir nie angreifen können. Schnüffler. Okay. Kasi wurde erkannt. Ich weiß bis heute irgendwie noch nicht, was Schnüffler macht. Ich glaube, Geist-Pokémon werden dadurch angreifbar, ne? Und Boden-Pokémon können von Elektroattacken getroffen werden und sowas in die Richtung. Aber, ist jetzt nicht so die krasse Attacke, ne? Als nächstes kommt Fukano. Können wir auch drin bleiben? Wenn es jetzt Bedrohung hat, wäre es ein bisschen uncool, aber ansonsten geht das. Es hat Bedrohung. Okay. Aber mit einer Dampfwalze sollten wir trotz allem immer noch schönen Schaden reindrücken. Da kommt eine spezielle Glut, darauf habe ich ehrlich gesagt nicht gehofft, aber parieren wir. Oh, was? Zähigkeit wirkt auch bei speziellen Attacken? Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, unsere Verteidigung wird immer erhöht, egal welche Attacke wir einstecken müssen. Initiative sehen, perfekt. Jetzt könnten wir schneller sein. Sind wir auch. Geiler Mariko. Dem Trainer haben wir es gegeben, Pampuli. Hast du gut gemacht, Kasi. Sehr, sehr schön. Kasi erhält 200 Erfahrungspunkte. Nice. Und wir haben Mattia besiegt. Selbst bei einer Niederlage sieht mein Pokémon so süß aus. Nur süß ist leider nichts alles. Nicht alles. Warum habe ich da noch ein S rangehangen? Ich weiß es nicht so genau. Meine Güte. Tut mir doch leid. Was haben wir hier? Einen Heilball. Und hier sah es irgendwie fast so aus, als würde es hier noch weitergehen. Kann man hier A drücken? Nee. Schade. Sah fast so aus. Aber gut, scheinbar geht es hier nicht weiter. Da haben wir übrigens wieder ein Auto, ne? Das fällt mir gar nicht so auf, dass hier Autos dabei sind. Oh, hier sind Mogelbäume. Mok. Die lassen mich auch tatsächlich nicht durch. Okay. Die Mogelbäume sind völlig geknickt, weil sie gegen Tracy verloren haben. Captain Tracys Z-Kraft des Typs Wasser war wohl zu viel für sie. Jetzt suchen sie sofort das Weite, wenn sie ein Aquium Z auch nur sehen. Ah, okay, also werden wir gegen den Wasser-Captain wahrscheinlich demnächst kämpfen. Und dieser wird uns dann ein Aquium Z geben, womit wir dann den Wasser-Move machen können. Das Schutz-Item wirkt nicht mehr. Ja, ich würde es ganz gerne noch weiter einsetzen. Dann müssen wir uns erstmal hier nach oben weitergehen. Und hier habe ich noch ein Item gesehen. Keine Angst, Leute. Ich sehe alles. Und das, was ich nicht sehe, das existiert auch nicht. Okay, ein Münzamulett. Eigentlich nicht schlecht. Weil das können wir, glaube ich, Kasi geben. Weil Kasi derzeit noch kein Item trägt. Von daher hat Kasi jetzt zumindest ein Item. Und viel Geld können wir gut gebrauchen. Zumindest, wenn wir auch in den nachfolgenden Städten immer noch wieder ein bisschen shoppen wollen, ne? So, hier bin ich übrigens. Ah, habt ihr gesehen? Sei gegrüßt, Junge auf Inselwanderschaft. Sieh dir mein Kind an. Dein Kind. Du lässt dein Kind für dich kämpfen. Du weißt schon, dass das normalerweise eigentlich Pokémon machen, ja? Aber okay, Kunze. Dann zeig mal dein Kind. Zubiris. Ist dein Kind. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen creepy. Nur ein bisschen, aber schon irgendwie, ja, schon. Okay, ich hoffe, Kasi überlebt alles, aber ich denke mal schon, ne? Kasi ist gut im Nehmen, hoffe ich. So, Initiative sinkt. Wir waren aber ohnehin schon irgendwie schneller. Kratzfurie. Ja, 3 KP pro Treffer und Zähigkeit wird aktiviert. Oh mein Gott. Das kann lange dauern jetzt. Vor allem, wenn es 5 Treffer werden, dann sind wir einfach schon auf maximaler Verteidigung fast. Also ich glaube, Kasi könnte man extrem gut in einem Doppelkampf beispielsweise spielen. Mit einem Pokémon, das Wertelink hat. Und dann Kratzfurie oder sowas einsetzt. Wisst ihr? Dann ist es halt einfach instant um 5 Stufen in der Verteidigung gestiegen. Klar, muss ein bisschen Schaden eingesteckt haben, aber
Hey, ich glaube, das kann man durchaus in Kauf nehmen. So, Dampfwalze again. Du kannst gerne nochmal mit Kratzfurie angreifen. Da habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Meine Verteidigung ist eh schon sehr... Nachtnebel. Nachtnebel ist gefährlich. Okay. Noch ein Nachtnebel würde uns töten, aber wir sind eigentlich schneller, ne? Tobias hat keinen Prioritätsmove. Aber eine Top-Genesung. Okay, alles klar. Jetzt wäre ein Volltreffer ziemlich nice, weil dann können wir es nach wie vor besiegen. Ansonsten müssen wir jetzt auch erstmal heilen. Boah, wir könnten es besiegen, aber das ist dann mir doch ein bisschen zu riskant, weshalb wir hier mal einen Supertrank einsetzen und Kasi wieder fit machen. So, bitteschön. Ich hoffe, es gefällt dir, dass ich dich hier mit irgendwelchen Chemikalien einsprühe. Passt schon, ne? Und wieder Nachtnebel. Und Nachtnebel ist so stark im Moment noch. Das gefällt mir nicht. So, Verteidigung ist auf dem Maximum. Wunderbar. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte die Dampfwalze einsetzen. Genau. Und Scanner. Zieh den Kampf halt unnötig in die Länge. Wenn ich eine Speed-Taste hätte, hätte ich sie jetzt aktiviert, Mann. So, Dampfwalze, komm schon. Reich aus. Ja, nice. Okay, Tobias wurde besiegt. Und das sind 400 Erfahrungspunkte fast für uns. Okay. Oh, dann hat sich der Kampf zumindest gelohnt, ne? Schöne Werte auch dazu bekommen. Jetzt lernen wir noch Stampfer. Können wir lernen. Lehmsula ist eh kacke. Und dann haben wir mittlerweile schon eine ganz passable Attackenvielfalt. Lehmschelle als spezielle Bodenattacke, eine physische Bodenattacke, eine physische Normalattacke, eine physische Kampfattacke. Passt schon. Es wächst so schnell heran. Unglaublich. Hast du mir gerade 6000 Pokédollar gegeben? Nanu, Frigo entwickelt sich. Wurde ja auch mal Zeit. Du bist ein fucking Käfer-Pokémon. Du hast dich früh zu entwickeln. Nur doof, dass wir dich nicht in die letzte Entwicklungsstufe kriegen werden. Mann. Aber gut, unser Mabula entwickelt sich und wird zu einem Apuk. Akup. Sowas. Akup. Alles klar. Du siehst aus wie eine Minecraft-Raupe. So eine Mischung aus Minecraft-Raupe und Minecraft-Bus. Ich habe gerade überlegt, wie Bus heißt. Also das Wort für Bus habe ich gerade gesucht. Ich wollte immer Busch sagen und wusste, dass das falsch ist. Aber mir ist das Richtige nicht eingefallen. Ich finde ja, dass die drei Entwicklungsstufen so gar nichts miteinander zu tun haben. Also die erste und die dritte haben auf jeden Fall miteinander zu tun. Aber jetzt die zweite ist komplett aus der Reihe raus. Farblich komplett anders, von der Form komplett anders. Naja, beim Verdauen der Nahrung entsteht elektrische Energie, die es in seinem Strombeutel speichert. Wunderbar. Was? Achso, versucht Ladevorgang zu erlernen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Nee, werden wir... Eigentlich will ich es nicht erlernen. Funksprung, Käfer bis Lehmschelle. Nee. Sind alles ganz coole Attacken. Also Lehmschelle geht so, ne? Aber nein, ich möchte bekannte Attacken behalten. Gut, aber man wird jetzt nicht noch doppelt und dreifach nachgefragt, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Okay, vielen Dank für das Kämpfchen. Hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. Auf Level 20 entwickelt es sich, unser Frigoline. Wie so eine Ziehharmonika, Alter. Weil Blocky hatte mal gesagt, dass er die Geräusche, die Akup macht, ziemlich geil findet. Ich kann es nachvollziehen, es ist sehr, sehr awkward. Wir haben jetzt sehr gute Werte, einen 48er Angriff. Der kann mit dem von Kasi auf jeden Fall ungefähr mithalten. Eine sehr gute Verteidigung auch. Auch eine gute Spezialverteidigung. Also es ist momentan... ja, selbst stärker als unser Arboretos. Von den Verteidigungswerten her. Und von den Angriffswerten auch. Nur der Spezialangriff ist halt... nicht besser. Und die KP... sind auch nicht besser, aber es ist insgesamt, glaube ich, unser stärkstes Pokémon tatsächlich momentan. Weshalb wir es noch nicht ablegen werden. Wir werden es irgendwann ablegen, aber Moment, nö. Warum sollten wir, ne? Guti, dann lass mal hier weitergehen. Hier ist jetzt wahrscheinlich irgendwie noch irgendwas im Futtertroch oder so versteckt, aber sei es drum, dann ist das halt so. Ich würde ganz gerne noch gegen dich kämpfen, du willst auch wieder nicht kämpfen, okay? Wenn du Route 5 folgst, gelangst du irgendwann zum Plätscherhügel. Dort findet die Prüfung von Captain Tracy statt. Okay, ja, dann machen wir uns zumindest auf den Weg dahin, oder? Wir haben natürlich noch die Stadt, in der wir uns ein bisschen näher umgucken werden, aber da kommen wir irgendwann schon vorbei.
Dieser alte Herr hier gibt alles dafür, dass ihr Künder die Inselwanderschaft heil übersteht. Als Prüfungshelfer ist es meine Aufgabe, die Stärke der Teilnehmer zu testen. Zeig mir doch erstmal, wie du alle anderen Trainer auf Route 5 besiegst, Kindchen. Werden wir machen. Da sieht es tatsächlich nach einem Doppelkämpfchen aus. Und da werden wir mal, glaube ich, die Kombination benutzen. Und hoffen, dass die beiden jetzt nicht unbedingt Wasser-Pokémon haben. Was natürlich auch passieren könnte. Hat eine Weile gedauert, bis sie mich bemerkt haben. 1 und 1 ist doch, 2, oder? Oder doch 3? Vielleicht sogar 4? Ich werde nicht verlieren. Ich muss nur fest genug daran glauben. Tja. Eure Mathematikkünste sind noch nicht allzu stark, aber hey, unser erster Doppelkampf in Pokémon Mond wird in Folge 24, 25 auch mal Zeit, ne? Fluffeluff und von Nira. Okay. Kann man machen. Mal sehen, wie er gegen Kasi und Skywolf ankommt. Bin ich sehr gespannt. Wir werden erstmal mit einem Doppelkick auf... Ja, guck mal, das finde ich jetzt zum Beispiel doof, dass mir hier angezeigt wird, auf Fluffeluff ist es effektiv. Weil ich hätte jetzt Fluffeluff angegriffen, weil ich nicht im Kopf hatte, dass es natürlich auch den Feentyp mittlerweile hat. Und das finde ich kacke, weil du das hier alles so vorgegaukelt bekommst einfach und nicht mehr selbst denken musst. Das finde ich super schade. Wie ist denn das bei Online-Kämpfen eigentlich? Wird einem das da auch angezeigt? Fände ich sehr doof. Wir werden jetzt mal mit Steinwurf dann auch nochmal auf Vonera gehen. Beziehungsweise gehen wir mal auf Fluffluff. Keine Ahnung. Vonera kriegen wir vielleicht auch so besiegt. Ist ja immerhin ein schwaches Chanera. Das hält ja eigentlich nichts aus. Physisch. Von daher, ja, reicht sogar ein Doppelkick fast schon. So, bye bye Vonera. War schön, dich kennengelernt zu haben. Vonera gibt aber gute Erfahrungspunkte, ne? Ja, durchaus. Und Fluffeluff kommt mit Pfund. Auf wen? Auf uns. Na gut, dann erhöhe halt unsere Verteidigung noch ein bisschen. Auch wenn das nicht allzu wenig Schaden war jetzt hier an dieser Stelle, ne? Na gut, dann Dampfwalze. Dampfwalze trifft alle. Dann vielleicht doch Doppelkick. Vielleicht doch besser. Ja, Doppelkick hat auch Stärke 60, wie Stampfer, glaube ich. Und dann werden wir hier auch nochmal den Steinwurf einsetzen. Wunderbar. Dann macht es mal fertig. Bye bye, Fluffeluff. War schön, dich kennengelernt zu haben. Okay. Ein paar Erfahrungspunkte für beide Kandidaten. Und Skywolf ist noch kurz davor, Level 19 zu erreichen. Rechnen ist nicht gerade meine Stärke. Verloren und verloren ergibt doppelt verloren. Ja, die eine ist mathematisch auf jeden Fall sehr begabt. Die andere hat zumindest schon mal eingesehen, dass das nicht ihre Stärke ist. Und wenn das nicht ihre Stärke ist, dann ist das ja auch nicht weiter schlimm. Da haben wir Tali und einen Typen, den man schon kennt aus den Trailern. Route 5, ein verworrener Weg mit Stufen. Schutzitem wirkt nicht mehr. Nee, will ich auch, will ich jetzt auch nicht mehr, dass es wirkt. Denn hier kann man sich, denke ich, nochmal das eine oder andere interessante Pokémon fangen. Und ich würde sagen, dass wir das vielleicht auch jetzt an dieser Stelle mal tun. Ja, wir werden mal Skywolf wieder nach vorne packen und dann mal gucken, wen wir hier so im hohen Gras entdecken können und ob wir hier irgendwie vielleicht noch ein paar Items finden oder sowas. Man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Und vielleicht gibt es hier coole neue Pokémon, zum Beispiel Yorklef. Okay, man kommt hier hoch. Es sieht ein bisschen vulkanartig aus, ne? Interessant, interessant. Aber stimmt, war das nicht, dass Sandan seine Heimat verlassen musste wegen einem Vulkanausbruch? Also war hier früher vielleicht mal eine Wüste oder so? Oh, eine TM. Cool. Folterknecht. Okay. Nicht so cool. Oh, ich höre schon den Wasserfall, oder? Oder ist das hier der Dampf, der aus dem Vulkan kommt? Keine Ahnung. I don't know. Aber Vulkan ist sowieso sehr interessant. Gab es eigentlich... In der dritten Generation gab es nur Vulkan, aber sonst glaube ich nicht mehr, oder? Doch Heatran gab es noch. In der vierten Generation. So, hier kann man so ein bisschen hoch, aber auch irgendwie nur so ein bisschen. Okay, keine Ahnung, was das soll. I don't know. So, und hier hätten wir noch eine Trainerin. Dann kämpfen wir gegen dich mal. Und da oben ist Team Skull. Als Züchterin muss man die Stärken seiner Pokémon entdecken und fördern. Dann förder du mal deine Stärken. Beziehungsweise nicht deine Stärken, sondern die deiner Pokémon. Aber es spielt sich ja irgendwie gleichzeitig in die Karten, ne? Wenn du deine Stärken verbesserst. Bungus. Okay. Typ Pflanze war es, glaube ich.
Ich habe keine Ahnung, was es drauf hat, aber Pflanze ist halt sehr effektiv auf uns. Gehen wir ein bisschen Risiko? Schon, oder? Das wird uns nicht one-hitten. Wir gehen mal auf den Steinwurf. Vielleicht hält es auch gar nichts aus. Bobungus ist, glaube ich, nicht allzu stark. Mega sauber. Oh, gut, wir wechseln. Alles klar. Wäre es ein Volltreffer gewesen, hätte es fast gereicht. Ich habe großen Bock, mal Frigo in den Kampf zu schicken. Ist zwar schon auf Level 20, aber hey, habe ich Bock drauf. Wir haben ja eigentlich keine großartigen anderen Optionen. Slimer vielleicht noch, aber Slimer ist, glaube ich, auch schon kurz vor Level 20. Macht von daher nichts. Ja, ja, saug du mich mal aus. Das ist okay. Was macht denn Batterie eigentlich nochmal? Das war ja jetzt unsere Fähigkeit. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was sie machte. Batterie, genau. Zeig mir mal an. Erhöht die Stärke der Spezialattacken seiner Mitstreiter. Okay, also auch nur eine Doppelkampffähigkeit. Dann hoffe ich, dass Donarion später eine coolere bekommt. Und wir werden mal mit Akrobatik agieren. Auf geht's, du kleine dicke Raupe. Setz du mal Akrobatik ein. Reicht auch, so einen Bobungus zu besiegen. Aber ich glaube, sie hatte noch ein zweites Pokémon, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Skywolf erreicht Level 19. Und als nächstes kommt Ladybar. Wechseln wir mal. Könnten wir eigentlich auch drin bleiben, aber gegen Ladybar können wir auch Kasi einsetzen, weil Ladybar kann halt überhaupt nichts. Hat man selbst jetzt schon gesehen? Nee. Dampfwalze war bloß gelb, weil wir es schon so oft eingesetzt haben, ne? Ich dachte gerade, Dampfwalze wäre gefärbt gewesen, weil man jetzt schon erkennt, dass es gegen Ladybar keine Wirkung hat. Das wäre ja dann noch lamer als ohnehin schon. Ja, wir müssen mit Stampfer agieren. Müssen wir tun. Und es kommt ein Lichtschild. Das ist okay. Weil wir sowieso physisch angreifen. Da kannst du dich mit Lichtschildern eindecken, wie du da lustig bist. Wow. Cool. War ein Volltreffer. Hat man gemerkt auf jeden Fall. Tempohieb. Ich wollte gerade sagen, oh shit, sehr effektiv, aber nee. Kasi ist ja ein Boden-Pokémon. Ich habe irgendwie Gestein auch immer noch im Kopf. Warum? I don't know. Wahrscheinlich, weil viele Boden-Pokémon auch noch vom Typ Gestein sind oder so. Oder es generell gar nicht so viele reine Boden-Pokémon gibt. Ich wünschte, ich wüsste, was meine Stärken sind. Oh, das weißt du nicht? Vielleicht sollten wir die zusammen mal genauer erforschen. Entdecken. Wenn du verstehst, was ich meine. Zoe, neue Pokémon finden wir hier scheinbar erstmal nicht. Also zumindest kam jetzt in dem Gras Büschelchen nichts. Dann würde ich ganz gerne, dich nochmal regenerieren lassen, ganz kurz. So, und dann gehen wir mal gucken, was Team Skull da oben wieder anstellt. Sofern ich sie gerade richtig erkannt habe. Aber ich glaube, es sah sehr nach Team Skull aus. Ja, ihr beide sitzt hier. Ich hoffe, dass es kein Doppelkämpfchen wird, weil wir gerade eben schon einen hatten. Ansonsten tauschen wir Skywolf und Regos mal ein bisschen aus. Und dann wären wir jetzt auch bereit für den Doppelkampf. Hallöchen. Was ist mit euch beiden jetzt hier so? Ihr lasst mich nicht durch, oder? Boah, so zu hocken geht ganz schön auf die Muskeln, Bro. Meine Beine fühlen sich ganz wabbelig an. Ich kann mich gar nicht vom Fleck rühren. Ah. Du bist eben nicht Inselkönig Halermann. Lass lieber die Finger vom Ringkampf, Bro. Digga, yo. Okay, hier kommen wir nicht vorbei. Hier kommen wir auch nicht durch. Das heißt, wir müssen hier hinten lang gehen. Und zwar zu diesem Typ, den wir schon aus dem Trailer kennen. Wir sehen da schon Tali und diesen Typen. Mit den blonden Haaren, mit der schwarzen Kleidung und mit einem äußerst besonderen Pokémon. Ob er das jetzt allerdings schon hat, I don't know. I really don't know. Wir werden es in der nächsten Folge herausfinden. Auf Route Nummer 5, ein verworrener Weg mit Stufen. Da wird die nächste Folge spielen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao!